Okay, wir gehen rein, meine Freunde. Wir schauen uns an Bibis neues Hause. Bibi hat mal wieder Geld ausgegeben. Wir schauen mal rein. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Peace. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Moin, Meister. Denn heute ist ein sehr besonderes Video. Wir haben euch letzte Woche Achtung. Auf dem Kanal angekündigt, dass wir uns ein Ferienhaus gekauft haben. Oh, ich hätte auch gerne erstmal ein normales Haus. Ja! Yeah. Genau. Da fliegen wir jetzt hin. Korrekt. Das machen wir mal ein. Okay, ich will jetzt leider keinen Vlog sehen, aber. Was? Die fliegen mit einem Privatjet? Oh nein! Ich muss Business Class fliegen! Mit anderen Leuten! Oh nein! Digga! Junge, Privatjet einfach, Digga. Und ich bin so arm, ich muss Business-Jet fliegen. Scheiße, Mann. Digga, holy shit. Alter. Was? Da ist Spielzeug drin. Digga, Bibi geht aber auf Full-End-Flex. Ja, moin, Ecki, danke schön für den Sub. Da gibt's frisches Obst. Mann, warum kann ich nicht einfach so reich und glücklich sein? Warum bin ich nicht reich und glücklich? Ich bin nur reich. Oh nein. Danke für den Hype-Train. Aber sei ihm gegönnt. Sei ihnen sowas von gegönnt, Digga. Ey, Chat, bitte lasst ein paar Prime-Subs da, damit ich auch irgendwann mit dem aktiven Privatjet fliegen kann. Bitte Ausrufezeichen Prime. Okay, Leute, heute ist quasi der Tag der Tage. Lino TV, danke. Wir sind jetzt gerade an der Baustelle, an einem Haus Die bauen das neu. Die haben nicht einfach. So krank. Die haben nicht einfach ein altes Ding gekauft. Die bauen sich einfach. Das ist ja so zu sehen. Also, wir zeigen euch das gleich ganz in Ruhe. Wir haben jetzt erstmal unseren Termin mit dem Architekten und gucken uns das an. Die haben einen Architekten, ein Architekt baut denen ein Ferienhaus? Oh wei. Dios Life, dankeschön. Okay. Shit, Mann. Was? 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 Schlafzimmer. Garage. Pool. Digga, was? Digga, was? Prasse, wenn Tobi, Digga. Dankeschön für die Subs, Leute. Wenn dieser Hype-Chain hier nicht bis Level 5 fährt und ich mir auch. 1300 Die Villa hat ungefähr. Alter. 520 Quadratmeter Wohnfläche. Oh. Level 5 Hype Train, bitte, damit ich mir auch so ein Haus bauen kann. Digga, das ist doch insane, oder? Das ist doch insane, das ist literally insane. Dekin, das ist der Upload. Immobilienkaufmann und bekommt Herzinfarkt. Bibis neues Ferienhaus, perfekt. Digga. Wo ist das? Auf Ibiza, ne? So, Leute, wir stehen jetzt vorm Haus. Das ist insane. Wir sind einfach vor über 4 Stunden hier angekommen. Wir dachten, ja, wir gehen mal kurz alleine ohne Kamera durchs Haus. Und irgendwie haben wir jetzt eine 4-stündige Hausbesichtigung gerade hinter uns. Es ist ja das erste Mal, dass wir hier waren. Und natürlich haben wir uns alles mega im Detail angeschaut. Und haben jetzt vor Ort auch noch mega viele Entscheidungen getroffen, Dinge geändert. Das ist so krank, oder? Das ist so krass. Das sagt schon einiges aus, dass wir 4 Stunden unterwegs waren gerade. Das ist wirklich toppt alles, dieses Haus. Meine ganzen Erwartungen, alles. Oh. Krass. Wirklich so schön, der Ausblick. Dankeschön, Bro. Sollen wir einfach mal reingehen? Genau, wir gehen jetzt mal rein. Wir betreten jetzt das Haus durch die Garage. Also, wie ihr seht, die Baustelle ist besetzt und hier wird auch gerade gearbeitet, wie man wahrscheinlich auch hört. Aber wir gehen jetzt trotzdem mit euch durch. Ich glaube, da ihr ja noch nicht wisst, wie das Endergebnis ist. Wo ist denn da der Mundschutz, wenn ich kurz fragen darf?
Ereignis eigentlich aussehen soll, könnt ihr euch das alles gar nicht so vorstellen, ja, wie wir natürlich. Aber wir versuchen euch einfach ganz viel zu erzählen und dann müsst ihr ein bisschen Vorstellungskraft haben. Und es wird natürlich immer wieder jetzt Möglichkeiten und Situationen geben, wo wir wieder hierher kommen und wir euch dann Dankeschön, Bro. Mehr Dankeschön. Ne? Allerdings, wir kriegen ja jede Woche so Update-Fotos und so und es geht so schnell teilweise. Ja, jede Woche verändert sich irgendwas. Man muss sich halt vorstellen, hier kommen überall Einbauschränke hin, wa? Okay, ich glaube, bevor das Video jetzt eine Stunde dauert, fangen wir an. Allein die Garage, die ist schon wirklich, ich würde sagen, nochmal ein fettes Stück größer als in Deutschland, ne? Ja, da passen auf jeden Fall. Da haben wir 4x6 und hier 6x8 oder so. Okay, der Raum ist ja eigentlich jetzt relativ unspektakulär. Da kommt halt Elektro und Technik und sowas das rein. Das ist ein Elektroraum. Ja. Jetzt wird hier gestrichen. Hallo. Also, das ist jetzt quasi gespachtelt wird. Hier ein offener Bereich im Keller. Sollen wir jetzt echt schon alles erzählen, was hier hinkommt? Das müssen wir eigentlich, ne? Genau, also der ganze Keller, der war eigentlich viel kleiner vorgesehen und wir haben den jetzt total ausbauen lassen. Entspannt. Dieser Bereich hier wird eine Bar, die kommt dort an die Wand. Eine offene Bar. Eine offene Barzeile. Und hier in dem Raum kommt dann ein Billardtisch. Ne? Ah, also so einfach so ein offener Bar-Billardraumtisch. Chat, als wüsste, das kommt mir mal nicht so von wegen Chat, ich kann den Grundriss nicht lesen. Als würdet ihr in der Lage sein, einen Grundriss lesen zu können, Chat. Vielleicht hier noch ein Lounge-Möbel. Lounge-Möbel oder keine Ahnung was. Was ist das hier? Ecker Tobi, danke schön. Das ist unser Aufzug. Gönne dir auch so eine reiche und happy Family. Dankeschön, echter Tobi. Dankeschön, Dankeschön. Und Knaxi, Dankeschön für eure Resub, Leute. Holy shit, ihr müsst hier auf jeden Fall reinzappen. Zug. Wirklich ein absolutes Highlight in diesem Haus. Ein der Aufzug wird komplett gläsernd sein. Wir zeigen euch jetzt gleich auch mal, warum Aufzug das so besonders ist. Denn wir haben mehr Blick aus diesem Haus. Das heißt, ne? Du steigst hier in den Aufzug, fährst hoch, hast mehr Blick, fährst nochmal hoch, hast wieder mehr Blick. Ja, also mega geil. Was? Der Raum da, den man bestimmt auch im Hintergrund sieht, das ist einfach auch nochmal Technik und alles. Genau, hat er eben erzählt, da kommt genau, alles Mögliche Stromdinger rein und so. Ja, so Julian, jetzt ist dein Element. Das ist der einzige Raum in diesem Haus ohne Fenster, denn das wird unser Kino. Ja! Ein Kino? Ein Kino und ich krieg nicht mal ein Mietshaus in Köln. Boah Leute, damit hat vor allem Julian sich so einen krassen Traum ermöglicht. Das wird einfach ein kompletter Kinoraum. Jetzt eben, erinnert euch an den ersten Technikraum, das war der Kinotechnikraum. Wollten wir nur nicht sagen, weil sonst hätten wir das Highlight vorweggenommen. Genau. Und diese komplette Wand wird quasi Leinwand. Also stellt euch das mal vor, ich stehe. Bitte, kann ich endlich mal vorbeikommen? Ladet, ihr kennt mich nicht, aber ladet mich bitte ein. Jetzt hier vor der Wand. Und ich gönne euch doch, ich gönne euch doch. Wir haben uns zweimal haben wir uns getroffen, glaube ich. Zweimal. Das reicht. Wir haben auch mal zusammen getrunken in einem Club. Komm, bitte. Die ganze Wand ungefähr wird einfach die komplette Leinwand. Zieht euch das mal rein, wie groß das einfach wird. Das ist wirklich krass. Kann man es auch gar nicht vorstellen. 35 Quadratmeter ist der Raum groß. Dann kommen hier zwei verschiedene Reihen mit Stühlen oder wie wir das genau gestalten, wissen wir noch nicht, aber so richtig fette Sessel oder. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wir haben halt oben zum Beispiel diese Rolls-Royce-Beleuchtung und sowas, diese Sterne. So. Wir haben schon ganz viele Sachen ausgesucht. Und eigentlich steht das Kino soweit auch schon. Ja, ne? Bis auf ein paar. Das ist komplett fertig geplant. Boah, Leute, das war so ein krasses Hin und Her. Einfach wirklich so ein. Wir haben hier ein Soundsystem. Okay, Flix. Einfach drin, wie in einem richtigen Kino alles kommt. Wenn zwei Leute zu Besuch sind oder zwei Pärchen. Ach so. Ne? Ja, also eigentlich können hier vier Leute drin eigentlich schlafen. Eigentlich sind das zwei Schlafzimmer. Genau. Ist voll cool, ist voll cool. Ich schlafe auch mit zwei Fremden da drin. Ist voll kein Ding. Ist cool. Ist cool. Ich schlafe da mit den Leuten. Ist cool. Ja, also das ist der Keller. Hier sieht man nochmal in den Lichthof rein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine Etage hoch. Mhm. Ja, aber die haben doch schon ein Haus. Warum brauchen die noch eins? Chat, halt den Mund. Chat, so lost, Digga. Wir gehen jetzt quasi wieder durch die Garage raus, wo wir eben auch angefangen haben. Und einfach Selfmade-Multimillionäre. Komplett verdient. Komplett verdient. Ich sag's immer wieder, Mann. Die zwei haben es einfach business-wise wirklich raus. Bin mir sicher, dass der junge Mann hier nochmal ordentlich an der Börse was gemacht hat, Alter. Wir gehen auf der anderen Seite über den Außenbereich jetzt hoch, weil die Treppe natürlich noch nicht da ist. Normalerweise würde die sich quasi so um den Aufzug schlängeln. Aber da ist gerade einfach nur ein Loch. Freut mich immer sehr. Hey, guck mal, die bauen gerade die Treppe, ne? Das wird die Treppe. Ja, ich weiß gar nicht, die haben uns extra, nur weil wir das heute besuchen kommen, haben die uns hier so eine Treppe gebaut, weil die dachten, dass wir mit unseren Kindern kommen und wollten nicht, dass wir zu gefährlich hier hoch stolpern. Das ist echt
Krass. Aber sehr süß. Wir werden bestimmt noch mal die Tage mit Emmy und Leo vorbeikommen. Auf jeden Fall. Also, wir gehen jetzt mal hier hoch. Das ist jetzt quasi das Erdgeschoss. Und wir stehen jetzt... Wir stehen jetzt gerade in unserem Wohnzimmer. Ne? Ja, hier vorne ist die Küche. Dankeschön. Genau, das ist Wohnzimmerbereich, dieses Loch. Da kommt unser Fernseher rein, denn wir haben uns was richtig Geiles überlegt. Alle Fernseher sind quasi versteckt, also überall. Und in dem Falle fährt der Fernseher aus dem Boden raus. Also man sieht das gar nicht, es wird komplett einfach der Boden ganz normal verlegt. Und dann kann ich einen Knopf drücken und dann kommt dieser Riesenfernseher aus dem Boden rausgefahren. Das ist gefühlt 5 Meter tief. Das ist richtig krank. Irgendwann haben wir das gesehen. In irgendeiner Roomtour von so einem mega krassen Haus haben wir das gesehen und dachten so, boah, das müssen wir das auf jeden Fall auch. Das brauchen wir auch und haben das jetzt extra. Wir wussten auch nicht, dass das mit so einem Aufwand verbunden ist. So, hier im Anschluss ist auf jeden Fall der offene Küchenbereich. Hier an der Wand werden dann die ganzen Küchenschränke sein und dann haben wir hier eigentlich fast so, nur nicht ganz so natürlich, die Theke, wo man auch Hocker und so hinstellen kann. Dann haben wir eigentlich noch ein Highlight in diesem Raum. Was war das nochmal? Das ist Waschküche. Ach so, da kommt eine Waschmaschine rein, okay. Das finde ich aber cool, dass das hier dann direkt ist, ne? Genau, also hier wird Waschmaschine, Trockner und keine Ahnung, also das ist jetzt nichts Spektakuläres, kann man mal kurz reinfilmen. Warte, hier den Raum kann ich gerne mal verdeutlichen. Hier ist eine Toilette, das könnt ihr euch dann ungefähr so vorstellen. Okay. Wenn man will, auch mit Meeresblick, wenn die Tür offen ist, ne? Ach. Aber wir haben jetzt eine Sache vergessen und zwar kommt hier ein richtig geiler Gaskamin, ne? Weil wir haben hier das Wohnzimmer, hier die Küche und hier ist dann nämlich der Essbereich und quasi auf allen Seiten kann man dann nämlich... Ich bin einfach sprachlos, auch die Deckenhöhe. Es gibt so viele Details, über die ich hier quatschen könnte und das ist so hochwertig bis dato schon gebaut. Man sieht hier auf jeden Fall, das werden Fächertüren, die werden wahrscheinlich komplett einschiebbar sein, dass es komplett offen ist. Du siehst ja hier schon die Elektroleitung und sowas. Es ist massiv gebaut tatsächlich, also europäische Massivbauweise, hier mit gegossenen Decken und sowas. Ich fände es geil, wenn das Sichtbeton bleibt. Sehr viel Glas auf jeden Fall, hier dann die Terrasse. Das ist schon wirklich krass. Mich diesen riesengroßen Gaskamin angucken. Und man muss dazu sagen, das wollen wir... Warte, der Nagel ist gleich drin. So, jetzt ist er drin. Und man muss dazu sagen, wir haben hier den krankesten Meerblick überhaupt. Stellt euch vor, wenn wir in die Richtung gucken, Meer. Aber sie filmen halt extra nicht dahin. Das ist unser Esstisch, meine Damen und Herren. Hier wird unser Essbereich sein. Und selbstverständlich darf in einem Bibi und Julian Haus ein Einbauschrank nicht fehlen. Aber sie kennen das Meme. Aber keine Sorge, es werden nicht so viele sein wie bei uns in Deutschland. Aber da ist einer. Ja, der ist ja auch praktisch. Der ist mega. Einbauschränke sind ja auch praktisch. Ja. Geil. So, wir können jetzt im Haus weitergehen oder wir gehen raus auf die Terrasse. Okay, dann flitz mal. Leute. Der Fakt, dass sie sich halt selber bauen lassen, auf ihre Bedürfnisse anpassen lassen und nicht hingehen und einfach was Fertiges kaufen, das ist schon krass. Wie geht's dir heute? Kika, extrem gut, danke. Jetzt sind wir quasi auf der Terrasse. Tadej, danke hier schön. Lara, kann man dann zum Beispiel Esstisch, Liegestühle, was auch immer hinstellen. Und jetzt geht's hier weiter. Dann ist da ein Außen-Küchen-Barbecue-Bereich, ne? Okay. Ja. Da sehe ich mich, da würde ich euch ein paar Steaks grillen. Ich bin zwar Vegetarier, aber für euch mache ich das. Hier ist der Pool. Der ist ziemlich cool. Wir haben uns diesmal auch mehr überlegt, dass die Bibi sehr klein ist und dass wir vielleicht die Höhe des Pools anpassen, dass sie auch einen Bereich hat, wo sie stehen kann. Ja. An alles gedacht. Hier kommt übrigens hinter mir wieder der Aufzug hoch. Genau, sweet. Da seht ihr da dieses Stahlgerüst. Da haben wir dann so Meerblick, wenn wir aussteigen. Genau. Sehr geil. Dann sind wir hier im nächsten Zimmer. Ich glaube, es wird einfach so schwer, irgendwie einen Überblick zu bekommen. Deswegen lasst einfach alles auf euch irgendwie wirken. Ihr werdet das noch irgendwann alles verstehen, wie das zusammenhängt. Wir stehen jetzt in einem der beiden Kinderzimmer, ne? Mhm. Wir wissen noch nicht, welches Kind in welches kommt. Direkt daneben kommt das nächste. Zeigen wir euch jetzt auch im Anschluss. Guck mal, das Ding ist, man hat ja im Leben so eine Chance. Man wird geboren, ne? Man wird geboren, klar. So, und das ist immer Roulette. Aber wieso ist man nicht einfach das Kind von Bibi? Warum ist man nicht einfach das Kind von Bibi? Warum? Oder von Kanye West? Warum? Warum? Und wir haben hier so einen halboffenen Badezimmerbereich. Der ist nämlich hier, ne?
Man hat dann nämlich hier nur so eine halbhohe Wand. Das Geile ist nämlich, dass man dann nämlich hier am Waschbecken steht, sich die Zähne putzt oder was auch immer macht. Man hat dann auch perfekten Meerblick. Also alles ist so ausgelegt, dass man quasi überall geilen Meerblick hat. Ne? Coin-Clip genau, verloren. Da ist die Dusche, dann hat man auch Blick aufs Junge, Meer. Junge. Rechts, hier ist die große Terrasse von eben. Und dann gehe ich einfach hier auf die Kinderterrasse, die halt überdacht ist. Genau, und hier sieht das einfach nur aus wie ein Krater, sage ich jetzt mal. Das ist noch ein Kinderzimmer. Das wird noch komplett aufgestockt, dass man quasi von der Terrasse hier eine riesengroße Gartenfläche hat, mit auch Glasbrüstung, dass also die Kinder nicht runterfallen Garten, können. Ne? Das genau. Wird da alles aufgeschüttet. Das wird ein Riesengarten für die Kinder. Ja. So, das ist das erste Kinderzimmer und jetzt gehen wir ins zweite. Ne? Das sind auch vor allem große Zimmer. Das ist das zweite Kinderzimmer. Das sind große Zimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind nicht so normale kleine Scheißzimmer. Das sind große Zimmer. Hier ist wieder der Wohn-Schlafbereich. Dahinter, wo der Julian steht, kommt wieder das halboffene Badezimmer. Hier wird sogar noch einiges geändert jetzt, aber auch völlig egal. Alles ist ja mega offen gestaltet hier. Das ist halt wie so ein Waschtisch, der mitten im Raum steht. Obwohl, nee, warte, der wird wieder an die Seite gemacht. Ja. Ne? Okay, wir haben uns extra, also jetzt gerade steht er noch mitten im Raum, aber er wird jetzt wieder an die Seite geschoben, weil wir dachten, dann ist das Kinderzimmer ein Stückchen größer. Aber, ihr genau. Werdet das gleich oben sehen, was Julian meint mit dem offenen Tisch. Steht wahrscheinlich Tisch. Bald hier oder die Emmy putzt sich die Zähne. Jetzt über eine Leiter klettern. Jetzt ist da oben das Penthouse von den beiden, natürlich, klar. Macht ja Sinn. Macht ja Sinn. Alles geplant. Perfekt auf dich zugeschnitten, das ist Wahnsinn. Wo sind wir denn hier, Bianca? Hier sind wir in unserem... Gästezimmer. Anderen Gästezimmer, genau. Ach so, nee, klar, klar, noch ein Gästezimmer, ja, ja. Wir haben hier oben auch noch ein Gästezimmer. Sie hat auch Tisch gesagt. Er hat auch Tisch gesagt. Er hat auch Tisch gesagt. Oh mein Gott, Julian, wir sind so. Julienko und ich sind so. Julienko und ich sind so. Er kann auch nicht Tisch sagen. Er sagt auch immer Tisch. Und das zeichnet wahre Millionäre aus. Klar, klar, klar. Meerblick. Da ist wieder der halboffene Badezimmerbereich, Zimmer, der hier hinter gebaut wird. Hier rechts. Ja, einfach. Und jetzt kommen wir quasi in unser Schlafzimmer, wo wir dann schlafen werden. Das ist groß. Das ist ein großes Schlafzimmer. Master Bedroom. Aktuell sieht man auch nichts. Das ist halt einfach, hier kommt da quasi unser Bett hin. Dahinter auch wie drüben dieser offene Waschtisch. Ja. Und. Bibi hat sich eben noch so eine Schminkecke hier rausgehandelt. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo mache ich meine Schminkecke hin? Und jetzt haben wir gerade einfach die kompletten Pläne nochmal geändert, damit ich einen eigenen Schminkplatz bekomme. Entspannt. Mega geil. Und hier genau wie auf der anderen Seite hat man hier die Klokabine und hier kommt Dusche. Wieder die Dusche hin mit Fenster und Blick aufs Meer. Klar. Und dann haben wir hier auch noch einen relativ großen Balkon, eigentlich der jetzt vollgestellt mit keine Ahnung was ist. Und dann können wir nämlich aus dem Schlafzimmer auch direkt raus. Und in dem Zimmer haben wir auch ein Highlight und zwar, Julian? Eine Badewanne, die da steht. Eine freistehende Badewanne. Ach so, ja genau. Und man kann dann nämlich das Fenster quasi ganz aufmachen und dann im Freien baden. Genau, und dann, Leute, haben wir hier... Was mit dem Gym? ...unseren begehbaren Kleiderschrank. Ach ja. Mit Balkon. Mit dem Riesenbalkon. Ja, der ist ziemlich klein. Echt? Und ist wirklich noch größer als unserer vom Schlafzimmer, das andere Schlafzimmer. So, ach so, hier übrigens kommt man dann mit dem Aufzug auf die Etage. Mhm. Ne? Also hier öffnet sich dann der Aufzug. Die Hauptdachterrasse. Die Hauptdachterrasse, genau. Eine Dachterrasse auch noch. Okay, die ist wirklich riesengroß. Also da wir werden. Hast du das hast du eben gar nicht mitbekommen, Gott, ne? Was denn? Der hat gesagt, dass hier, das habe ich in den Plänen gar nicht so genau gesehen, dass hier noch ein Garten hinkommt, also so ein Gartenstreifen hinkommt, dass wir hier auch grün bepflanzen können. 4,3 Millionen das Haus Minimum. Ja. Da kommen dann meine Kräuter hin. Da kannst du deine so Kräuter. Geil. Da kommt da Minze hin. Oh ja. Boah, bestimmt meint er mit Kräuter Big Baba Klebekuschgras. Ah, frische Minze. Und warum? Hier haben wir so eine Outdoor-Bar. Okay. Genau. Oh. Outdoor-Bar. Die Leute gucken uns an und denken sich so, die spinnen. Und hier kommt ja die frische Minze hin. Dann kannst du über die Outdoor-Bar in dein Minzfeld bitte greifen. Geil. Okay, dann hier der Teil wird wahrscheinlich auch. Und dahinter, der ganze Bereich, wird eine Sitzlounge und in der Mitte kommt eine Feuerstelle. Over. Geil. Also hier kommt dann ein Sitzbereich hin und in die Mitte kommt dann wieder so eine große Feuerstelle hin, wie so ein Gaskamin. Es gibt ein bisschen durch. Ja. In einem Sprunggelenk. Oh. Oh, Julian, ich hab das alles unter Kontrolle. Julian, vorsichtig, das ist jetzt quasi das Dach von unserem Haus. Boah, ich war noch nie auf dem Dach.
jetzt bitte geh da nicht drauf. Ich will da einmal drauf. Nein. Okay. Ich lasse es lieber. Verboten. Genau, und hier kann man sich jetzt noch nicht vorstellen, weil das ja so zwei Ebenen auf zwei unterschiedlichen Höhen jetzt gerade aktuell sind. Aber die wird bis aufs Maximale zurückgebaut. Und dann hat man hier eine große Ebene und die wird komplett als Grasfläche gemacht. Aua. Dass wir ja quasi hier hinterm Haus wie so eine Grasfläche und Garten haben. Ich fast hingemault gerade. Digga, das Video ist sehr, diese Dachterrasse, wir haben die Chance, wir haben die Möglichkeit, die auszubauen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und Sauna hast du übersprungen, ja. Gut. Ob wir das machen, das sind natürlich noch zusätzliche Kosten. Dann ist das so, ist doch gut, gönnen wir doch. Also wir haben halt eigentlich so viel Platz für Terrassen. Ja, vor allem auf der Baustelle erstmal durch. Ja, Digga, weißt du was, ich gönn's euch. Scheiß drauf, komm, ich gönn's wirklich. Ja, Grüße geht raus an der Stelle, ich bin komplett baff.